Hallo und Servus aus Tirol und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Happy Huhn. Ja, heute geht es bei mir um die schönsten Hühnerrassen und zwar aus der Gruppe der Zierrassen. Ich stelle euch exotische Hühnerrassen vor mit hohem Zierwert, wie zum Beispiel das Yokohama-Huhn mit japanischen Wurzeln oder das Kubalaya-Huhn, wo der Name schon verrät, dass es von der Insel Kuba stammt. Auch Zwerghühner sind mit an Bord, zum Beispiel die bayerischen Landzwerge, zu denen ich auch wieder viel Neues zu erzählen habe. Die trefft ihr dann also auch im Laufe dieses Videos wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen und ansonsten hoffe ich natürlich, euch geht's gut. Ihr seid bisher gut mit euren Hühnern über den Winter gekommen und habt einfach eine gute Vorweihnachtszeit. Da hat jetzt ein Sumatra-Hahn für uns gekräht und damit sind wir schon mitten im Thema Zierrassen. Die Sumatra machen den Anfang von 5 Rassen aus der Gruppe der Langschwanzhühner, die ich euch jetzt als erstes vorstellen möchte. Bei den Sumatras ist der intensive Grünlack besonders auffällig. Sie stammen ursprünglich aus Indonesien, wo ihre Vorfahren eben direkt von der Insel Sumatra kamen. Hier werden die Sumatras beim Züchter in einer strukturierten Foliere mit verschiedenen Sitzgelegenheiten gehalten und leben in der WG mit Goldfasanen. Tatsächlich haben auch die Sumatras etwas fasanenartig Elegantes an sich, sind aber waschechte Haushühner. Die Henne, die hier zu sehen ist, ist wildfarbig bzw. wildbraun, ein noch eher seltenerer Farbschlag bei den Sumatras. Üblicherweise sieht man sie relativ dunkel in tiefem Schwarz. Sumatras sind eine ausgesprochene Zierrasse, die man in der Regel nicht wegen der Eier hält, denn die Legeleistung ist relativ gering. Das gilt auch für die nächste Zierrasse, die ebenfalls aus Indonesien stammt, dieses Mal allerdings von der Insel Java. Es handelt sich hier um das javanesische Buschhuhn. Buschhühner sind allerdings nicht ganz uninteressant, was die Eier anbelangt, denn die Eierschalenfarbe bei den Hennen, die ist türkis. Auch hier ist der Hahn wieder ausgesprochen hübsch und verrät sofort die Zugehörigkeit zur Gruppe der Langschwanzrassen. Das hier ist der orangehalsige Farbschlag. Man kennt inzwischen in Deutschland mehrere Farbschläge und in ihrer Heimat leben diese Hühner oft eher halbwild und mischen sich in verschiedensten Varianten. Beide Rassen habe ich beim selben Züchter gefilmt und der hat auch noch eine dritte interessante Zierrasse aus der Gruppe der Langschwanzhühner. Ich war da beim Magnus in Nordrhein-Westfalen und er hat am Arm nun schon einen wunderschönen Kubalaya-Hahn. Die Kubalayas stammen, wie der Name bereits verrät, von der Insel Kuba und bei ihnen ist jetzt die interessante Besonderheit der Schwanzwinkel, in dem sie ihr Gefieder tragen. Man sieht es hier jetzt auch bei den Hennen sehr gut. Der Schwanz scheint so ein bisschen nach unten zu kippen und das nennt man hummerschwänzig, weil er zugleich auch sehr weit auseinandergespreizt ist. Hier sind ein wildfarbig-zimtfarbener Hahn und eine weiße Henne zu sehen. Die Kubalaya-Henne hat etwas sehr Stolzes an sich. Ähnlich wie schon zuvor bei den Sumatras merkt man ihnen auch einen gewissen Kämpfereinschlag an, denn sie sind einst auf Kuba durch die Vermischung von Zierrassen mit Kämpfertypen entstanden. Auf Kuba gab es einst auch Bestände, die gar nicht so schlecht legten. Eine gewisse Zeit lang war die Rasse nämlich auf Kuba so ziemlich die Hühnerrasse für alles. Zwischenzeitlich wären die Kubalayas auf Kuba dann fast ausgestorben, konnten aber in den USA gerettet werden, wo sie heute die größte Anhängerschaft haben. In Europa sind die Kubalayas immer noch sehr selten, haben aber einen Standard und sind anerkannt. Dem Magnus liegt diese Rasse jedenfalls ganz besonders am Herzen. Was man beim Züchter Magnus auch gut sieht, er ist halt wirklich Experte für Langschwanzrassen, diese Hühner aus dieser Gruppe brauchen geräumige Ställe mit Sitzstangen, die hoch genug sind und auch weit genug von den Wänden entfernt, denn andernfalls würden sich diese Hühner ihr schönes Schwanzgefieder mit der Zeit abstoßen. Sumatra, Buschhuhn und Kubalaya sind sehr schön, haben auch sehr lange Schwanzfedern, aber bei einem anderen Züchter sehen wir jetzt noch eine Langschwanzrasse, die alle drei anderen Rassen deutlich übertrifft. Das Onagatori-Huhn aus Japan, hier in der silberhalsigen Variante zu sehen, hat die längsten Schwanzfedern von allen Zierhühnerrassen. In Japan gilt es als geschütztes nationales Kulturgut.
Die Zucht von Onagadoris ist nichts für Ungeduldige, das hat mir Jungzüchter Adrian beim Drehtermin erklärt. Die Schwanzfedern dürfen nämlich bei der Mauser nicht wie bei anderen Hühnerrassen geworfen werden. Das bedeutet, einen Hahn sollte man eigentlich mindestens 1,5 Jahre mal behalten, bevor man mit ihm züchtet, denn erst dann hat er frühestens seine erste Vollmauser und Adrian kann beurteilen, ob er von den Federn her im Blut bleibt oder eben die Federn absterben und abgeworfen werden. Übrigens sind nicht nur die Schwanzfedern deutlich verlängert, sondern wie man hier jetzt gut gesehen hat, auch die Sattelfedern. Und hier sieht man jetzt nochmal, was damit gemeint ist, dass die Federn eben im Blut stehen müssen, auch nach der Mauser. Auch an den Hennen kann man schon viel beurteilen, was deren Söhne anbelangt. Diese Henne zum Beispiel oder auch die hier, das sind beides Beispiele, wo eben auch die Hennen sehr schöne, lange, fast schon möchte man ebenfalls sagen, Sichelfedern haben. Und das ist eben auch sehr wichtig. Eine Onagadori-Henne, die relativ kurze Schwanzfedern hat wie andere Hennen, die wird wahrscheinlich auch keine besonders schönen Söhne zeugen. Onagadori-Hennen sind durchaus auch gute Glucken mit langer Führzeit. Hier sieht man auch gut, dass gerade die silberhalsigen und wildfarbigen Varianten oft auch mit weißen Onagadoris gemischt gezüchtet werden. Das ist möglich und auch sinnvoll, wenn eine enge Blutführung vermieden werden soll. Denn leider ist gerade bei den Onagadoris auch Inzucht ein Problem. Ich komme zur nächsten spannenden Langschwanzrasse und da hat jetzt schon ein wunderschöner Yokohama-Hahn für uns gekräht. Offiziell sind die Yokohama in ihrem heutigen Erscheinungsbild eine europäische Schöpfung, allerdings haben auch sie ganz klar japanische Wurzeln, so wie die Onagadori. Sie sind die Nachfahren der Minohiki-Hühner, die auf Japan bis heute zu den seltensten traditionellen Rassen zählen. Mit ihrer rot-weißen Färbung, die auch rot geschultert genannt wird, früher fälschlicherweise auch rot gesattelt, sind die Yokohama schon wirklich etwas Besonderes. Wie bei den Onagadori ist es auch bei den Yokohama so, dass die Glucken sehr gute Muttertiere sind, die sich aufopferungsvoll um den Nachwuchs kümmern und eben auch ganz, ganz lange Führzeiten haben. Das scheint generell etwas Typisches für viele Zierrassen zu sein. Hier sieht man jetzt die Küken bei der Henne noch in einem Alter, wo sie von anderen Rassen schon längst abgenabelt worden wären und immer noch hängen sie am Rockzipfel von Mama Yokohama. Auch die Yokohama können einen gewissen kämpferartigen Einschlag nicht verleugnen, sind aber trotzdem relativ friedlich, wenn das Platzangebot passt. Diese beiden Junghähne machen sich jetzt mal kurz die Hackordnung aus, das ist aber eher die Ausnahme, dass es wirklich mal zu kämpfen kommt. Trotzdem schön und spektakulär anzusehen. Mir gefällt ja an den Yokos die rote Brust mit den weißen Tropfen besonders gut. Auch in Europa gibt es ausgesprochene Zierrassen und da möchte ich zum Beispiel das Appenzeller Spitzhaubenhund dazu rechnen. Hier sind jetzt Zwergappenzeller zu sehen und ja, der Name ist Programm, die spitz zulaufende, nach oben aufstrebende Haube sieht wirklich gerade bei den Hähnen sehr keck aus. Auch der Hörnerkamm, der rassetypisch ist, macht diese Rasse wirklich teuflisch schön. Der Farbschlag, der hier zu sehen ist, nennt sich silber-schwarz getupft. Bei den Appenzeller Spitzhaubenhühnern sieht natürlich auch die Zwergvariante wie bei vielen Rassen besonders graziös aus, aber ich finde, auch die großen Appenzeller Spitzhauben haben nichts an Eleganz eingebüßt. Die Appenzeller Spitzhauben werden ja häufig als ganz typisch für die Schweiz dargestellt, also als ganz urige alpine Hühnerrasse. Leider sprechen genetische Befunde inzwischen dagegen. Leider hat bei den Appenzeller Spitzhaubenhühnern wohl durch die Ausstellungszucht für den Schaukäfig eine derart intensive Verdrängungskreuzung stattgefunden, dass die Tiere genetisch leider einem alpinen Hühnerschlag nicht mehr wirklich entsprechen. Vielmehr sind sie genetisch den Hamburger Silberlackhühnern jetzt zu sehen so nahe, dass es fast ein und dieselbe Rasse sein könnte. Ein Beispiel dafür, dass aus alten Rassen oft wirklich Zierrassen oder Abbildungszüchtungen werden, wenn man sie zu sehr nur noch auf Optik selektiert. Eine der ältesten Zierrassen Europas ist das Sebright-Huhn aus Südengland, benannt nach Sir John Sebright, einem Freund vom Evolutionstheoretiker Charles Darwin, der an diesen kleinen Hühnern auch einige Merkmale genauer studiert hat, um seine Evolutionstheorie zu untermauern.
Bei den Sebrites ist der Hahn nämlich hennenfiedrig, ist ähnlich befiedert und gezeichnet wie die Henne. Es gibt kaum Unterschiede, aber zum Beispiel ist der Kopf beim Hahn deutlich markanter mit Kamm und Kehllappen ausgestattet. Hier balzt jetzt Sheldon der Zweite einige seiner modernen englischen Zwergkämpferhennen und Sebrite-Damen an. Ihr wisst ja, die Sebrites begleiten Happy Huhn von der ersten Stunde an. Sebrites gibt es auch in Gold und Silber hauptsächlich, obwohl auch andere Farbvarianten entwickelt wurden. Und auch in der silbernen Variante wirkt diese Säumung ausgesprochen apart. Sebrites sind echte Urzwerge, das heißt, es gibt auch kein großes Pendant zu dieser Rasse. Und gerade unter den Urzwergen befinden sich sehr viele Rassen, die man wirklich getrost eben auch als Zierrassen betiteln kann. Und darum möchte ich aus dieser Gruppe der Urzwerge noch eine weitere Rasse vorstellen. Wir gehen jetzt nach Belgien und kommen zu den Antwerpener Bartzwergen, die hier jetzt in der silberhalsigen Variante zu sehen sind. Von den Antwerpener Bartzwergen kennt man viele verschiedene Farbschläge und das ist auch typisch für so kleine Rassen, die im Schaukäfig eine gute Figur machen. Silberhalsig ist also nur einer von vielen Farbschlägen, da wären zum Beispiel noch porzellanfarbig, schwarz-weiß gescheckt, silberwachtelfarbig, goldwachtelfarbig und zum Beispiel auch weiß, wo wir uns jetzt mal anschauen, wie das aussieht. Das hervorstechende Rassemerkmal bei den Bartzwergen ist natürlich der Bart, der gibt ja auch den Namen. Allerdings hat die Rasse auch mit dem Rosenkamm einen weiteren sehr markanten Kopfpunkt. Die Antwerpener Bartzwerge sind trotz ihrer geringen Größe relativ robust und kältetolerant. Ich persönlich empfinde sie zum Beispiel auch als deutlich widerstandsfähiger als die zuvor gezeigten Sebrite. Besonders kleine Hühnerrassen wie eben die Sebrite und die Antwerpener Bartzwerge sind nicht zuletzt auch deshalb tolle Zierhühner für Ziergärten, weil sie durch ihre geringe Größe beim Scharren und Picken nicht allzu viel Schaden in den Blumenbeeten und Pflanzungen anrichten können. Da gibt es viele ähnliche Rassen wie zum Beispiel Bantam, Chabo und natürlich noch aus Malaysia die Serama. Wir kommen jetzt wieder zu einem völlig anderen Hühnertypus, der aber auch noch zur Gruppe der Urzwerge zu rechnen ist. Das hier sind Zwergkuchins oder, wie Liebhaber sie nennen, rollende Federbälle. Auch von den rollenden Federbällen kennt man verschiedenste Farbschläge. Hier sind jetzt zum Beispiel silberhalsig, Bobtail und Berlgrau gesperbert zu sehen und naja, der Name ist Programm, also alles an diesen Hühnern ist irgendwie rundlich. Sie stammen ursprünglich aus China, wo sie traditionell am chinesischen Kaiserhof gehalten wurden. Da sind jetzt auch noch doppelt gebänderte zu sehen. Die Zwergkuchins sind vom Charakter her ausgesprochen ruhig und friedfertig, werden schnell zahm und fressen aus der Hand und generell gehen sie alles etwas gemütlicher an. Mit ihren befiederten Läufen sind sie ideal für kurz gehaltene Rasenflächen, so wie hier. Generell sollte man auf Sauberkeit im Auslauf achten. Hier sind auch ein paar Seidenhühner mit in der Gruppe und das passt perfekt, denn ich bin nun schon bei der 10. Rasse und da will ich jetzt noch das Seidenhuhn vorstellen. Immerhin ist das Seidenhuhn für viele so etwas wie der Inbegriff einer idealen Garten- und Zierrasse und das eigentlich zu Recht, die Rasse eignet sich für andere Zwecke auch gar nicht groß. Zum Beispiel ist sie jetzt kein ausgesprochenes Wirtschaftshuhn und mit ihren vielen Sondermerkmalen wie befiederten Läufen, Federhauben, zusätzliche Zehe und Seidenfiedrigkeit auch als Bauernhofhuhn nicht ganz ideal. Mit ihrer außergewöhnlichen Optik dürfen auch die Seidenhühner eigentlich auf keiner Geflügelschau fehlen. Es gibt sie in mehreren interessanten Farbschlägen. Hier ist der Farbschlag Buff zu sehen, also gelb, wo die Henne ein wenig heller gelbbraun ist und der Hahn mehr ins Rötliche geht. Andere Farbschläge wären zum Beispiel Splash, Berlgrau, Blau, Wildfarbig und jetzt natürlich der klassische weiße Farbschlag, der hier zu sehen ist. In Weiß sind die Seidenhühner tatsächlich zahlenmäßig am häufigsten in vielen Ländern der Welt zu finden. Bei den weißen Seidenhühnern kommt auch die ausgesprochen dunkle Haut der Seidis zur Geltung. Daneben gibt es zum Beispiel aber auch vietnamesische Seidenhühner, die eine ganz helle Haut haben.
Für Kinder werden Seidenhühner auch oft als erste Gartenhühner ausgewählt, weil sie so zutraulich sind und schnell Vertrauen fassen. Allerdings muss man hier bedenken, dass die Sondermerkmale auch zusätzliches Fachwissen erfordern und natürlich auch eine gewisse Aufmerksamkeit von Seiten der Erwachsenen benötigen. Seidenhuhn und Zwerghuchin haben genetisch betrachtet sehr ähnliche Ursprünge und darum zeige ich euch hier jetzt mal ein Kreuzungstier aus Zwerghuchin und Seidenhuhn. Das sieht doch auch mal ausgesprochen hübsch aus, auch wenn es jetzt eben nur ein Einzelstück ist, aber diese rundlichen Formen sind doch einfach niedlich. Ja. Jetzt habe ich eigentlich 10 Zierrassen und von den Landzwergen war noch gar nicht die Rede, von denen ich doch am Anfang bei der Anmoderation gesprochen habe. Darum jetzt zum Schluss als 11. Rasse nochmal etwas zu den Landzwergen. An sich geht es bei Zierrassen ja um optische Perfektion und so ist es auch bei den 10 zuvor gezeigten Rassen. Man will möglichst einheitliche Tiere, die Tiere in der Zuchtgruppe sollen sich wie ein Ei dem anderen gleichen, eben um diese optische Perfektion bis zur Vollendung hin auszuschöpfen. Eine Gegengruppe stellt die Gruppe der bunten Landrassen dar, wo kein Tier dem anderen gleicht und darum jetzt eben noch die Landzwerge. Auch so eine Hühnerschar kann natürlich Zierwert haben, gerade für einen Bauerngarten oder im ländlichen Bereich, denn es liegt auch eine gewisse Schönheit darin, dass jedes Tier eben seine Individualität farblich zeigen kann. Ähnliche Rassen wären jetzt zum Beispiel Steinpipperl, Blumenhühner, Provaiss-Ultendaler oder für Spanien die Fleur de Amethlea. Und ja, damit lasse ich das Video jetzt ausklingen. Danke fürs Zuschauen, bleibt den Hühnern treu und schaut doch auch mal auf Instagram vorbei.